Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und zu einer weiteren Folge von Haus des Geldes. Freunde, für alle, die neu sind, sollten auf diesem Kanal, wir sehen uns hier ab und an mal ein paar Serien zusammen an. Gerade läuft aktuell Naruto, Haus des Geldes, die dritte Staffel, die ersten beiden haben wir uns schon angesehen. Krass, Klassenfahrt, wir haben damals Freaks geguckt, wir haben Tube Clash geguckt, wir haben hier schon einiges zusammen gesehen, ja. Ich habe euch oben mal ins i ein paar Playlisten gehauen, ansonsten habt ihr auf meinem Kanal auch einen eigenen Reiter für die Serien, wo wir das zusammen alles angesehen haben, ja. Heute Haus des Geldes Staffel 3, Episode Nummer 6, Freunde, ja. Und erst einmal für alle, die sich fragen, wie man das Ganze hier schaut, weil ihr hier nur die Facecam habt, hier kleiner Einspieler. Wir schauen zusammen rein, wie wir das machen. Und zwar habt ihr hier jetzt mein Video, das ist eins von Simon jetzt, aber ja, wir tun mal so, ob das hier ist, was ihr gerade seht von mir. Da macht ein Doppel-Rechtsklick drauf, dann habt ihr hier Schleife, Videoadresse, Stream, bla bla bla, wir wollen aber Bild im Bild. Bild im Bild und dann habt ihr plopp genau dieses Video hier unten einmal, dass ihr beliebig groß und klein ziehen könnt, übrigens noch ein guter Extra-Bonus. Und dann geht ihr gleichzeitig auf euren Netflix-Account oder auf eure Streaming-Seite eurer Wahl, die ich jetzt hier nicht weiter anbieten möchte. Zieht meine Facecam irgendwo hin, wo ihr wollt und drückt dann mit mir zusammen hier bei der Netflix-Folge auf Play. Ich werde gleich zwei Timer einblenden, einer der vorwärts läuft, einer der rückwärts läuft, damit ihr das wie auch immer ganz easy synchronisieren könnt. Und dann habt ihr meine Facecam bei Netflix mit drin, Freunde. Get it? Perfect. Und dann würde ich sagen, Leute, können wir auch schon starten. Episode 6 ist die drittletzte. Wir haben doch noch 7 und 8. Mit 8 Folgen eine sehr kurze Staffel, oder? Ich glaube, die anderen beiden waren viel länger. Ah, ne, 9 hatte die zweite und die erste hatte 13. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde. Wir kommen in die heiße Phase. Die Folge heißt Alles schien unwichtig. Und ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Ich bin echt gehypt auf die Staffel, beziehungsweise auf das Staffelfinale. Und würde sagen, wir schauen direkt rein, Freunde. Die Folge geht 46 Minuten und 35 Sekunden. Wir drücken auf Play, Freunde. Macht euch ready. In 3, 2, 1, go. Okay. Es ist einfach schön, ihn zu sehen. Ach, Quatsch mit Soße. Alter, sieht das schön aus. Oh, schau dich das da an, wie schön das aussieht. Warte. Ist das die ich denke, die es ist? Ist sie das, die ich denke, die es ist? Nein, das ist sie nicht, oder? Warte. Nee, okay, ist sie nicht. Okay. Okay. Das gefällt ihm nicht. Oh. Nicht gut, nicht gut. Ey, Retalk ist aber auch ehrenlos, einfach jemanden einzuweihen. Ehrenlos. Ehrenlos. Ich fühle das aber, ich hätte es auch nicht gesagt. Retalk? Ach, Bruder.
Ja, trotzdem. Huch. Huch. Ja, aber Bruder, gerade dann. Man muss es vorher besprechen bei solchen Sachen. Man muss es vorher besprechen. Neymar, Bruder, warte, was? Das ist Neymar. Hä, das ist Neymar, Bruder. Was? Hä? Das ist Real Talk Neymar. Hä? Das war Neymar einfach, Jungs. Okay, das wusste ich nicht, hä? Krass. Das ist true. Und Schnitt zu ihm mit seiner, ja. Ach, Belasto, Leute, Belasto alles. Ehre. Zwei was? Zwei was? Okay, Props. Huch. Bruder, gute Besserung. Die müssen sie halt irgendwie überraschen, so. Ja. Und dann weiß man nie, was eine Lüge ist. Dann weiß man nie, was eine Lüge ist und was real ist. Das ist gut. Das ist schlau. Denken alle, ist fake. True, true. Ja, ist schlau. Sie ist gut, aber ich hasse sie. Ich hasse sie, aber sie ist gut. Das schon war schon ein bisschen, war schon gut gedacht, Alter. Das ist so ein, hat sich angefühlt wie so ein Death Note-Moment gerade ein bisschen, finde ich. Kacke.
Oh, hallo. Okay. Bruder, versau es doch nicht. Versau es doch nicht. Gibt er ihm Tipps, wie er sie klar machen kann? Ich glaube, der Mann gibt ihm Tipps. Ich glaube, er gibt ihm Tipps. Oder? Gibt er ihm Tipps? Ja. Ehrenmann. 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 Ja, denn was Ehrenmann? Klappt immer. Ey, klappt immer. Oh. Ach, Ehrentend, wa? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Er ist einfach ein Ehremann. Ehrenmann. Ach, guck, wie süß das ist, Mann. Oh, das ist süß, Mann. Oh, guck da, wie glücklich er ist. Wie glücklich ist der Typ denn jetzt gerade? Ach, ey. Leute, was soll ich euch sagen? Denver hat einfach das Herz am richtigen Fleck, ja? Fühle ich, Bruder, fühle ich. Den Punkt fühle ich. Punkt fühle ich. Den Punkt fühle ich. Ja, das ist das einzige Druckmittel, was sie hatten. Was? Ach so, okay. Oh shit. Was war das für ein Auto? Bruder. Oh nein. Das war der Funkturm von denen. Oh, was? Oh, was? Geht ja alles schief jetzt auf einmal. Bruder, kriegst du im Leben nicht raus. Wir haben bei uns zu Hause mal einen DHL-Wagen festgesetzt. Der hat sich im Matsch verfahren. Wir haben ihn mit 8 Leuten nicht rausbekommen.
Was? Was? Hä? Was? Hallo? Hallo? Aber das sind Freunde. Er hat sich ja gezeigt, das sind Freunde dann. Die respektieren ihn, weil die sind für die Armen. Und die sehen arm aus. Die liefern den nicht aus, nee, nee. Die sind Freunde. Er hat sich für die Armen eingesetzt, so gesehen. Ja, guck. Ehrenmann, ich wusste es. Ich schwör's, so war's bei uns beim DHL-Auto auch. Am Ende haben wir ihn rausbekommen mit so einer. Mit einem Auto. Belasto. Befördert, Alter. Mit Lebensversicherung direkt. Shit. Okay. Yo. Nicht gut. Nicht gut. Statement. Weiß nicht, ob Angriff die beste Verteidigung ist in diesem Fall. Ich weiß nicht. Oh man. Okay. Oh. Oh. Wieso süß ist das, Mann? Oh. Helsinki ist so gut mit Kleinkindern.
Sie hat wirklich eine schöne Stirn, Leute. Seid ehrlich. Seid ehrlich. Auch true. Ah, das ist süß, wie sie alle so eine große Familie sind. Sí, muy bien. Was eine Art Schocken, Leute, ich weiß es nicht. Ey. Ey, ich weiß nicht, was Art Schocken sind, Leute. Ich glaube, ich weiß es nicht. Huch. %. Leute, ich habe die Musik schon vermisst, ey. Ich habe vermisst. Oh. Oh. Wie schön. Das ist schön. Leute, es werden sowas von welche sterben in der Staffel noch. Oh mein Gott, nein. Wenn schon solche Szenen kommen, wo alle glücklich sind, kommt gleich Schnitt, alle tot auf einmal. Alle tot und nein, ich seh's doch schon. Hilfe. Huch. Huch. Ja. Die Brille, Mann. Oh, der Arme. Der Arme.
Real Talk an dieser Stelle. Ja, dann müssen wir den halt umbringen. Ups. Ey, Kollateralschäden passieren. Wir müssen den umbringen, leider jetzt. Sorry. Boah, ich hätte schon Angst, Alter. Der hat aber immer noch Zweifel, oder? Oh. Der Arme. Okay, gut. Saved. Saved, Leute. Saved. Ehre. So haben wir es auch gemacht mit dem DHL-Auto, Leute. Sie haben von mir abgeguckt, die haben angerufen. Ich habe ihnen gesagt, die Story. Alter, saved, Mann. Oh. Oh. Das war gut, Alter, das war gut. Ehrenleute, richtige Ehrenleute. Uff, uff, sag ich da. Immer noch? Wie lange sitzt er da, Bruder? Bro, miese Verstopfung. Miese Verstopfung, sage ich. Ich glaube nicht. Ja, hat er recht, ein bisschen. Jungs? Leute, ab und zu, ey. Was? Was? Also. Was? Leute. Doch, ein Stück geht's noch, glaube ich. Esse ich auch ab und zu. Kacke. So fühle ich mich auch, muss ich sagen. Real Talk? Oh.
Illegal, illegal. Der will nur noch sein Muffin essen, der im Hintergrund. Ach, endlich hat er reingebissen, Alter. Boah, ich war schon aggressiv. Hä, das war voll der Part gegen mich gerade, Alter. Bruder. Jo, die haben so kleine Zwischenstationen. Wie geil ist das? Wie geil ist das? 800 IQ-Punkte. Sind die schon down alle oder was? So wie mein Gehirn. Oh shit. Leute, die letzten Folgen werden ja richtig real wieder. Oh mein Gott, okay. Todesfalle. Was? Ist ja OP. Okay, das ist geil, Mann. Das wird geil, Leute. Schaut euch das an, wie geil das aussieht. Oh mein Gott. Das Ding ist, warum schickt man nicht 20 rein? Ist ein Fake, ist ein Fake. Okay. Jetzt Real Talk, warum schicken die nicht 20 Leute rein oder 30? Würden die nicht 5 Elite-Soldaten, sondern ganz viele reinschicken? So. Keine Ahnung. Ehrenmann, Bruder. Von den neuen Mitgliedern wissen Sie ja nichts. Also gehen Sie da auch erstmal von Geiseln aus, würde ich sagen. Ehre. Das war geil. Oh. Holy shit. Helsinki, Bruder. Bruder. Oh nein. Lass nicht Helsinki was passieren, Alter, dann sterbe ich. Dann sterbe ich. 10 Minuten zuvor. Okay, gut. Ehre. Bruder, ich habe mich schon gefragt, wie haben die das so gecheckt? Bruder. Oh, endlich, Leute. Es läuft wieder nach Plan, ein bisschen was. Stimmt. Oh lol.
Lol.40 Kilo, mein Sohn, 40 Kilo. Ich glaube, dann gewinnen alle 10.000 Euro. Ah, Photosynthese. Könnt ihr ihn? Oh, Alter, wie geil sehen die aus? Wie geil sieht das aus, Jungs? Und Mädels. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen, ja. Bruder, das ist der größte Ehrenmann, muss man einfach sagen. Airports representen hier auch. Der gute Martinez, Alter. Ehre. Genommen. Oh, Ehrenmann. Ehre. Was? Was? Ah, okay. Ich find's gut. Aufschick, okay. Das gefällt ihr. Das gefällt ihr.
Ich weiß ja noch nicht. Ich würde der nicht trauen, Alter. Ich würde der Inspektorin nicht trauen. Sie macht ihr Ding einfach. Drei Jahre. Digga, normaler Samstag bei mir. Normaler Samstag bis jetzt bei mir. Okay. Bruder, er hat ein bisschen Muskel aufgebaut, oder? Er sieht ein bisschen breiter aus. Findet ihr das auch ein bisschen weird gerade? Es ist weird. Oh, Ehrenmann. Sie ist richtig eklig, Jungs, oder? Hä? Sie ist richtig eklig. Sie ist richtig eklig, Alter. Ich möchte ihr so einen Killkopfschlag geben, Alter. Ja, da habe ich Bock drauf. Ey, irgendwas geht doch jetzt schief. Ich will gar nicht hinsehen, Leute. Das ist doch zu positiv gerade alles. Irgendwas geht doch schief jetzt. Was geht schief? Was geht jetzt schief, Freunde? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas geht schief und dann werde ich weinen. Leute. Ey. Nee, 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 nee. Das esse ich noch nicht, Leute. Ich esse das noch nicht. Ich esse den Scheiß noch nicht, Leute. Oh nein, irgendwas passiert doch jetzt. Was passiert jetzt? Es ist zu gut gerade. Oder? Seid ehrlich, ist es zu gut oder nicht? Schau, wie glücklich er ist. Oh nein, gleich passiert irgendwas, ich sehe es doch. Ich stay strong mit dir, Brother. Ja. Okay, ist das Ende? Ist es bis jetzt gut gegangen? Ist es das Ende? Ja, okay. Ey, ich habe echt gedacht, gleich schießen 80 Leute auf Rio oder ballern einfach alle weg. Das ist das, was ich gedacht habe. Real Talk. Okay. Aber, hey, Leute, bis jetzt.
positiv, ja. Krasse Folge, sehr viel passiert. Sehr, sehr viel passiert, Alter. Aber eine saugute Folge, eine saugute Folge. Und ich muss sagen, ich glaube, das Ende. Also, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass irgendwas gleich passiert, was nicht so positiv sein wird, dass die Frau, die Inspektorin, einen Hinterplan hat, irgendwie Hintertürchen offen hat, ja. Und dass irgendwas nicht 100% richtig ist, nicht ganz koscher ist, ja. Deswegen, keine Ahnung. Ich bin gespannt, Freunde. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall in den letzten beiden Folgen ein würdiges Finale bekommen. Und ich hoffe auch, dass wir noch die ein oder andere Überraschung haben. Ich möchte aber nicht, dass noch irgendjemand jetzt stirbt, so kurz vor Schluss, Leute. Ich kann es doch nicht verkraften. Also, wenn die Inspektora stirbt, die Böse, nicht die Gute, dann, ey, ich bin dabei, ja. Wir werden es sehen, Freunde. Aber gut, coole Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann diese Woche noch einmal mit Haus des Geldes. Und bis dann, einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich, Freunde. Und ciao.